Wer von euch beiden hat bessere Flirt-Skills? Das ist gar nicht so einfach. Ich. Sagen wir. Wir sind jetzt beide keine Pickup-Artists. Ich bin nicht gut im Flirten. Also ich finde auch, also Flirten irgendwie schwer zu definieren. Also kommt drauf an, wenn ich Alkohol getrunken habe, dann werde ich besser im Flirten, definitiv. Hey, dein Vater ist ein Dieb. Er hat die Sterne vom Himmel geklaut und sie dir in die Augen. Ich erinnere mich an ein paar Abende in meinem Leben, wo ich wirklich sehr gut geflirtet habe. Flirten ist für mich eher so, naja, wenn man so, keine Ahnung, irgendwo ist und zusammen flowen kann. So, im Gespräch flowen kann. So. Und hier mal so ein kleiner Scherz am Rande und so eine Sache. Das ist ja eher das wahre Flirten, meiner Meinung nach. Ich halte ja auch Augenkontakt und sowas gar nicht auf. Aber ich würde sagen, dass die besseren Skills habe dann doch ich. Ja, ich kann ja jetzt nur die Flirt-Skills vergleichen, die Kevin und ich an den Tag, also die ich von mir kenne und die Kevin halt, als ich ihn kennengelernt habe, hatte. Und ich würde sagen, dass seine auch gar nicht... Doch, ich glaube, Kevin kann schon flirten. Ja. Ich bin eher wie so ein angefahrenes Reh, wenn man mit mir flirtet. Ich muss schon einiges Intus haben, damit ich die sexuelle Jacko auffahre. Ja, aber die kann auch kommen. Aber das braucht halt Unterstützung. Flüssige. Welcher Promi war euer Teenie-Schwarm? Für dich und den anderen beantworten. Oh Gott, ich bin ein Fangirl. Also bei Jacko war es... Ich komme immer durcheinander mit den zwei. Nick oder Aaron Carter, einer von beiden oder beide. Schon immer gewesen und besonders in der Teenie-Zeit. Als Kind war ich großer Backstreet Boys und Aaron Carter Fan, dann kam NSYNC. Und was ich auch definitiv weiß, Bill Kaulitz. Richtig krass wurde es dann, als ich heftiger Tokyo Hotel Fan war. Ich hatte auch eine Killer-Pilze-Zeit. Aber Tokyo Hotel, Bill Kaulitz, oh mein Gott. Das ist meine große Liebe gewesen. Dafür habe ich auch wirklich sehr, sehr viele verrückte Dinge getan, wie, glaube ich, sehr, sehr viele Tokyo Hotel Fans zu der Zeit. Und ansonsten hatte ich eigentlich immer irgendeinen Promi-Crush. Und bei Kevin weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht. Kevin könnte ich mir vorstellen, dass das so Richtung Kat Von D oder Avril Lavigne. Bei mir war es Kat Von D. Wenn er jetzt so eine tätowierte... coole Amy Winehouse oder so. Ich war auch nie so der typische Junge für einen Teenie-Schwarm. Also ich fand die dann cool, so, aber das war jetzt nicht so, ich muss alles verfolgen, was sie macht. Nee. Die wirklichen Schwärme hatte ich dann eher im realen Leben. Welche ist deine liebste Verschwörungstheorie? Unter den Top 3 wäre auf jeden Fall die Menschen, die im Erdinneren wohnen. Was ich ziemlich crazy finde, ist zum Beispiel dieser YouTube-Kanal Traue kein Promi. Die Reptiloiden sind meistens Stars, ne? Also das sind die Menschen, die in Machtpositionen sind das oft. Die eigentlich wie Echsenmenschen aussehen, in ihrer echten Form, aber shapeshiften können. Menschen, die angeblich schon gesichtet worden, sich in über zwei Meter große Echsengestalten zu verwandeln, sind unter anderem Justin Bieber, Adele, Hillary Clinton. Chemtrails finde ich auch sehr crazy, muss ich sagen. Und diese Videos. Ich habe mal ein Video gesehen, wo jemand gezeigt hat, dass Essig Chemtrails entfernt. Ich habe zwei im Kopf, aber ich gehe definitiv mit der flachen Erde. Seit... ich muss jetzt lügen, 400 Jahren wissen wir mit ziemlicher Sicherheit, dass die Erde eine... Naja, sie ist keine Kugel, sie ist ja eigentlich eher ein Ei, ne? Sie ist ja eher, ne? Wenn man es ganz genau nimmt, ist sie auch das nicht, weil sie ziemlich ausgebeult ist, die unsere Erde. Davor hat man geglaubt, dass die Erde wie eine Pizzascheibe ist. So, und das glauben die Menschen jetzt wieder. Der äußere Rand dieser Scheibe ist dann das... was uns als Antarktis verkauft wird, ist also eine riesen Eiswand um diese Scheibe drumherum, die das Wasser dann auch hält. Und dann gibt es dann teilen sich die Meinungen, also entweder geht es dann nach Weite und da ist ein
existieren noch andere Zivilisationen, die wir gar nicht kennen, etc. pp. Oder danach hört es einfach auf. Es gibt sogar Flat-Earther-Konferenzen in Amerika. Da gehen Tausende von Menschen hin. Ja, und was ich auch mega spannend finde, sind diese Austauschtheorien. Zum Beispiel, dass Avril Lavigne nicht die Avril Lavigne ist, die wir ursprünglich kennengelernt haben. Wie ist eure Haushaltsarbeitsteilung? Schwieriges Wort. Also wir haben das jetzt nie wirklich so festgelegt. So, du machst das nur und du machst das. Haushaltsarbeitsteilung, also Hausarbeitsteilung. Man hat der eine mehr Arbeit zu tun am Schreibtisch und der andere hat aber gerade, keine Ahnung, am Tag irgendwie alles schon erledigt und es ist aber erst 3 Uhr. Naja, alles erledigt ist ja eigentlich nie, aber hab ein bisschen Zeit und dann macht der eine mal die Küche, so was so anfällt. Haushaltsarbeitsteilung. Es ist eigentlich immer, wer gerade Zeit hat, macht das, was anfällt. Wir haben mittlerweile eine Putzhilfe. Ja, wobei es gibt Präferenzen. Also ich mache eher die Küche sauber und Jaco eher das Badezimmer. Ich habe ein sehr intensives Verhältnis zum Thema Putzen und Aufräumen. Was ansteht, wird gemacht. Nur Staubsaugen übernehme ich. Das hat sich mal irgendwann so eingebürgert. Is this what you want? Also bis auf Staubsaugen ist es gleich aufgeteilt. Ich habe zum Beispiel fast noch nie den Müll runtergebracht oder fast noch nie gesaugt, weil das zwei Dinge sind, die ich total hasse. Dafür mache ich die ganze Zeit die Wäsche und räume auf. Es gibt Aufgaben, die mache mal ich und mal er. Und es gibt aber Aufgaben, die nur der eine macht, weil der andere sie nicht so gern mag oder weil es dem einen leichter fällt und so weiter. Das hat sich irgendwie so entwickelt.